Yo, 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 yo! Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ja, doch, League of Legends. Wir spielen hier gerade ein neues Spiel. Ich habe mir gerade den Heimerdinger gegönnt. Habe absolut keine Erfahrung mit ihm. Ich spiele ihn jetzt ähnlich wie Ahri und hoffe, ich mache nichts falsch dabei. Ich spiele gegen eine LeBlanc in der Mitte. Und ja, also bei mir ist es First Time. Der Shaco im Jungle ist ebenfalls First Time, hat er gerade erzählt. Und ja, da wird er wahrscheinlich ein bisschen Probleme gegen den gegnerischen Shaco haben. Ich habe ihm gerade einen Tipp gegeben, wie er am besten anfängt, dass er beim Blue startet, zum Red geht. Und dass der andere Shaco das wahrscheinlich genauso machen wird, nehme ich an. Daher werde ich wahrscheinlich den Red sichern. Ja, ansonsten wollen wir mal hoffen, dass das jetzt ein gutes Game wird hier. Und ich nehme es einfach mal auf und mal schauen. Wir haben ja schon ewig keine Champs mehr gehabt, meine neuen. Und wen es verwundert hat, ich hatte ja jetzt mit den Wolke zusammen einige Games aufgenommen. Da haben wir erst beim dritten Game gestartet. Und zwar ist es so, wir hatten ein Game Jinx gegen Jinx und eins Ahri gegen Akali. Und da ist mir die Aufnahme Schrott gegangen. Also die konnte ich nicht mehr ausstrahlen, deswegen habe ich einfach die anderen bei drei Aufnahmen ausgestrahlt. Ist ja an sich trotzdem nur ein Game und das kann Wolke auch gerne nochmal nachholen. Also wenn ihr wollt, dass ich das mit dem Jinx gegen Jinx und Ahri gegen Akali nochmal nachhole, sagt Bescheid, dann sage ich ihm Wolke Bescheid und dann gucken wir mal, wann wir da Zeit haben, das nachzuholen. Jetzt habe ich so viel geblabbert und die Ashe ist immer noch nicht bereit. Oh mein Gott. Mach hin, Ashe. Es wird Zeit. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Also wir haben Ashe gegen Ashe, wir haben Jaco gegen Jaco, wir haben LeBlanc gegen Heimerdinger, wir haben Rosenquarz-Taric mit der Ashe zusammen, wir haben Sona mit der Ashe zusammen und Aatrox gegen Katarina. Der Aatrox wird wahrscheinlich heftige Probleme bekommen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich Heimerdinger oder wie ein Kumpel von mir ihn nennt, Chillmerdinger, was ja auch irgendwie passt, ja, dass da jetzt nichts Schlechtes bei rauskommt. Soll eigentlich ziemlich einfach sein, Heimer zu spielen. Ich werde es ein bisschen defensiver verlegen. Ich werde meine Tower einfach neben meinen, kurz vor meinen Tower aufstellen, sodass sie noch in der Range von Katarina sind, von LeBlanc sind, aber LeBlanc mich nicht Tower diven kann. Ich bin da ja ein bisschen vorsichtig mit Heimer. Ich werde mit Mana Pots starten, nicht mit Heal Pots, weil ich glaube, die Mana Pots werde ich mehr brauchen. Und ich werde mir den Mund fast quasi nicht drehen, aber auch eine Schluck Wasser hier, ey, das kann ja nicht sein, dass ich so lange brauche. Wir haben einen Silberspieler aus der letzten Season im Game, wie man sieht. Und ansonsten kann ich jetzt nichts Ungewöhnliches ausmachen. Da ist nichts zu sehen. Ja, ich will noch demnächst ein paar Leute und andere Gems holen, die ich mir jetzt mittlerweile angeeignet habe. Tristana wird noch kommen, Pantheon wird noch kommen. Jax haben wir schon gemacht. Das wird noch kommen. Master Yi könnte ich noch mal zeigen. Da haben wir ja nur einmal so ein schlechtes Game gemacht. Mit dem Wolke zusammen, als der Velkoz sich gekauft hat. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Das könnte man noch machen. Ich könnte momentan Kassa den mal ausprobieren. Den gibt es momentan free. Vielleicht mache ich jetzt eine lange Aufnahme-Session. Ich weiß es nicht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Werden wir gleich sehen. Ich muss auch noch Let's Plays rendern für morgen. Bläh. So, wir starten mit dem Doran's Ring und Quatsch. Zwei Mana trinken. Jo. Also, Heimer richtet hier Geschützen. Alle 22,8 Sekunden. Attribute, 150 Willkommen Leben. in der Kluft der Angriff der Beschwörer. Kanonen. Angriffsstrahl, okay. Da feuere ich meine Hextrash-Mikroraketen ab. Champions und Monster, Vasallen. Ich glaube, was mal los. Und CH2 Elektronensturmgranate. Wirft eine Granate, die 60 Mal Schaden verlangsamt. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Und aufrüsten. Die nächste Grundfähigkeit kostet nichts und verfügt über zusätzliche Effekte. Abbruch durch erneutes Aktivieren. Stellt einen Geschützturm auf, der mit einer feuert 4 Raketenwellen ab, die jeweils 155 magische Schaden verursachen. Und wirft eine springende Granate, die dreimal entlädt und 155 magische Schaden verursacht. Gut, ich fange natürlich mit den Towern an.
kostet mich 20 Mana und einen Geschützturm per ersten Bausatz. Ich habe einen und setze jetzt einfach mal hier ein. Die bleiben auch unendlich lange stehen, soweit ich das mitgesiegt habe. Die sterben dann halt irgendwann nur. Und da sieht man auch die Range der Geschütze, das ist natürlich ziemlich lustig. Und ich verschanze mich einfach mal hier jetzt. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. So leicht. Ich brauche jetzt zum Farmen, ne? Also ich mache hier keinen Schaden. Nein, da muss ich mich vielleicht noch ein bisschen aggressiver, offensiver hinstellen. Talente entdecken Lösungen. Genies entdecken Probleme. Geil. Okay, dann starten wir hier mal los. Wollen wir schon. Was siehst du, mir wurde geraten, dass ich doch mein Audio noch ein bisschen stellen soll. Okay, go. Ich könnte das besser machen. So, jetzt kriege ich aber ein paar, ja genau. Jetzt habe ich hier meine Hüpfraketen und die folgt mal ab. Einfach mal so, weil ich kann. Kostet mich wie viel? Kostet mich 70 Mana, kostet mich 80 Mana. Also die Hextech. Okay. Ah, Jaco, was machst du da gerade bitte? Kann ich das irgendwie wieder löschen, das Geschütz? Zurück ans Zeichenbrett. Ah, das ist klar. Go, go, go! So, da krieg ich erstmal ordentlich. Das funktioniert ja mega geil mit Schilmerdinger. Ich hätte ja wirklich Schilmerdinger auch, das ist ja mega nice, ey. Einfach nur hier rumstehen, nichts machen und darauf achten, dass man nicht gegankt wird. Ich hab mein Wort gar nicht, ich hab mein Wort vergessen, siehst du mal. Sehr interessant. Bam bam bam. Du, da, da, da. Okay, dann platziere ich das mal hier her, das ist glaube ich besser. Der Wissenschaft macht Wissenschaft. Das nächste kommt dann woanders hin. Jump, 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 jump. Okay, das geht so. Ich wollte gerade noch alles ausprobieren, also von daher passt es schon. Die Geschütze, also ich meine, ich habe 3,5 Mana-Regeneration. Ich glaube, ich muss mit Hammer gar nicht mitnehmen, das ist unnötig, aber hoch 3. Oh, hier wollte ich das jetzt nicht hinpacken. Da habe ich nämlich jetzt hier eine wunderschöne Base aus Geschützen. Oh, daneben. Selbstverständlich rüste ich die Geschütze voll auf, das ist ja logisch. Oh, sie hat meinen Geschütz gekillt. Sie hat mir ein Geschütz gekillt. Oh mein Gott. No, 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 no. Was hat sie sich dabei gedacht? Kleiner als ein Diagramm. So. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch näher zusammenstellen. OMG, Jaco. Da hat Jaco irgendwas falsch gemacht. Er wird natürlich gleich wieder gehatet. Das ist so bei Leute. Das muss so sein. Was geht das nicht? Ach, ich werfe. Ach cool, ich bin Fernkämpfer. Das ist ja nice. Kann mich ja doch ein bisschen rausvorstellen. Stell jetzt einfach mal ein bisschen mehr zusammen. Ich weiß nicht welches. Ah, das war das mit Geschütz, was so kaputt gegangen ist. Okay. Hingerichtet. Schaku, nanu, wer kam denn da? Wer kam denn da gerade rein? Oh, was war das denn jetzt? Lol, das geht auch? Okay, das ist ja nice. So, hier wollte ich jetzt eigentlich hinbauen. Wieder übelst geil, wie diese Bank einfach mal keine Chance hat, irgendwie was auszurichten. Okay, tut mir leid, dann tue ich halt hier das nächste Level. Okay, ja, gut. Hast ja recht, LeBlanc. Hast ja recht. Geil. Und dann tun sich die Geschütze wieder regenerieren. Alles schön. Boah, das geht ja ab, aber voll keiner. Das kann ich jetzt auf ein Geschütz, also kann ich jetzt in die dann habe ich die Ulti und dann aktiviere ich wahrscheinlich das Geschütz. Wunderbar effizient. Why no help, Noob? Noob, du warst ein Noob. Okay, ich mache aber keine Kills mit Heimer, das ist ein bisschen schwer mit Heimer. Ich glaube, es ist ein sehr defensiver Spiel. Hört mich gerade momentan aber auch nicht. Dann kann ich ein bisschen labern, kann hier ein bisschen mein Leben chillen. Was war noch mal die Frage? Habe jetzt schon zwei Bausätze.
Chaco Noob, shut the fuck up. Why going? 42. Die Zahl hat etwas Besonderes. Das ist der feindliche Chaco jetzt. Faszinierend, nicht wahr? Also mir brauchst du nicht helfen, lieber. Mir brauchst du euch nicht helfen, du. Ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet, dude. Ja, schnell. Auf dich warten richtige Aufgaben. Das ist so easy irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das macht mal gerade mega viel Spaß. Einfach rumrennen. LeBlanc. Nice. Ein Verbündeter. Jetzt bin ich wieder gestorben. Ach, siehst du mal, das hat mich nicht mal mein anderes Geschütz gekostet, was ich bezahlt habe. Cool, ich hab. Lol. Jim. Jim und me. Komm doch her, lieber Chaco. Komm doch her. Yeah. Komm doch her. Ich weiß jetzt, wenn Chaco mich hier ginken würde, kann ich mega schnell in den Turm zurückspringen, also das sollte kein Problem darstellen. Ich habe jetzt 2000, ich glaube, ich gehe auch gleich zurück. Ich komme noch ein bisschen drauf. So. Ich stimme zu. Ich möchte die Geschütze aber echt irgendwo nicht nach vorne verstellen, weil sonst habe ich gleich ein Problem. Darum spiele ich momentan erstmal noch defensiv. Ich glaube, ich warte bis ich mein erstes Item, Moment, was brauche ich da? Ich glaube, ich warte bis ich die Rabadons Todeshaube habe. Das sieht, glaube ich, ziemlich nice. Ich könnte das besser machen. So. Man sieht aber auch gar nicht, was man sehr aufgestellt hat, ne? Hallo, guck mal, das macht 32, das macht 27 und das macht 32. Warum machst du 27, kleines Geschütz? Sag es mir, kleines Geschütz. Oh nein, kleines Geschütz. Ein Gegner wurde getötet. Hat sie gerade noch den Geschütz, wenn man zerstört? Ich glaube es aber nicht. Die alte, die. So. LeBlanc. Ich habe 55 Farm, LeBlanc hat 51. Also so gut Farm die Geschütz ist doch nicht, aber... Ist jetzt auch nicht so wild, ist jetzt auch nicht so wild. Da kommt doch her. Tja, das war wohl nichts. Wie hypothetisiert. So. Setze ich mein Geschütz mal hier ein Stück nach hinten. Nicht ganz so weite Wege habe zum Laufen. So. Talente entdecken Lösungen. Ich würde ja auch weggehen, aber ich glaube, die geht dann voll ab hier, wenn ich weggehe. Deswegen warte ich jetzt noch mal bis zu einem Moment. LeBlanc, guck mal hier. Hier bin ich. Hier. Faszinierend, nicht wahr? Der Atrox macht da oben gerade ziemlich Damage, sehe ich gerade. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ordnung, Entropie, ein Gegner wird zum Berserker. Bleibt es eigentlich nicht ewig und das demontiert sich wieder hier. Gut, da Katharina gerade hier ist, gehe ich da mal weg. So, und dann haben wir hier noch Abklingzeit, Fähigkeitsstärke, Mana-Regeneration, hört sich gut an, mache ich jetzt aber nicht. Ich hole mir lieber das Zepter und dann hole ich mir die Zauberschuhe mit der Magiedurchdringung. Das hört sich eigentlich ganz okay an. Jetzt machen die Geschütze natürlich auch mega viel mehr Damage. Mega viel mehr Damage. Ein Verbündeter wurde getötet. Jo, die machen jetzt schon ein bisschen mehr. Wunderbar effizient. Der Gegner hat einen Turm zerstört.
Ach, lasst doch mal den Arm Chaco in Ruhe, Leute. So, die Schütze, auf nach oben. Es wird gefarmt. Ich spiele hier mal mit aggressiver. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Tja, das hat dir nichts gebracht, liebe Leute. Probleme entstehen bei ihrer Lösung. Was ist das für ein Chaco, ey? Steht er da wirklich mit 10% Leben noch davor? Ist ja auch gut. Ja, was ist, ne? Doch nicht? Doch nicht? Lol. Terminiert. Bam, 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 bam. Ein Verbündeter wurde getötet. Bam, 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 bam. Ein Schritt näher am wahren Ziel. Bam, 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 bam. Warte, warte, warte. Schade eigentlich. So. Da hat ihn die Sona gekillt. Das ist gut, ey. Ist das gut? Ich stimme zu. Hat ihn echt die Sona gekillt. Das ist genial. So, jetzt haben wir das letzte. So, dann wollen wir mal abgehen hier. Und da hat der Chaco die Dings noch gekillt, das ist auch nice. Bin ich jetzt zwar das erste Mal gestorben, aber es sieht ja echt ganz gut aus für uns. Da kann man das ruhig mal passieren lassen. So, dann holen wir uns als nächstes natürlich nicht das hier, sondern wir holen sowas hier zum Beispiel. Das geht einfach mal. Wir gehen einfach mal hier direkt auf das, was ich holen will. Meine Regenerationsdinge brauche ich echt nicht. Keine Ahnung, warum das nicht ganz drin ist, dass ich die brauche. Aber die sind doch sinnvoll. Ich glaube mal los. Da ist der Aatrox, Leute. Passt auf. Vorsicht hier. Da ist der Aatrox. Chaco. Chaco. Tja, dann halt nicht, ne? Oh, das war vielleicht nicht so intelligent. Lass mich das reparieren. So, dann kümmere ich mich erstmal um die Leben. Komm ruhig her, das wird schon. Ah, das wird gut, meine Freunde, das wird gut. So. Wunderbar effizient. Ach, das ist, ich finde das so schlimm, ey. Da probiert jemand mal seinen neuen Jump aus und dann wird er gleich rumgeheult, weißt du? Kleiner als in 4 Gramm. Gut, ich habe gerade ein recht gutes Score mit Heimer, aber Heimer ist auch einfach, kann man eigentlich nicht anders sagen. So, die Türme lass ich mal da stehen. Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung. Und da habe ich mehr Probleme hier drüben. Oh, Tower. Lass mich das reparieren. War vielleicht nicht so intelligent, die Tower da drüben aufzustellen, aber. Wen juckt? Da 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 da. Leute, 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 passt jemand hier auf hier hinten?
Stirbt! Stirbt alle! Oh mein Gott! Ich liebe ein gutes Gib mir... Oh ne, das kann nicht sein. Da hat er wirklich einen Tower jetzt einen Daumenkick. Okay, das sieht sehr schlecht aus für das Game. Es könnte sogar sein, dass wir das Game hier verlieren. Ich werde mich jetzt hier ums Verteidigen dieses Towers kümmern, weil das bringt ja auch nichts. Auf zum Fortschritt! Oh, mit! Ich kann ja hier nicht den Tower fallen lassen, wenn die anderen nicht aufpassen. Das geht nicht. Geschickt eingefädelt. I save top. Du Arschlochsteiner, komm mal her. Ah, was ist hier, ne? Wie hypothetisiert. Ja, ich bin eigentlich ziemlich selten. Warum stehe ich die Geschütze so komisch auf hier? Egal, passt schon. Den passt schon. Mann, ist 63 Schaden mittlerweile. Das ist echt geil. Ach man, Leute, das ist doch nicht so schwer. Einfach mal irgendeinen Turm verteidigen. Ich kann ja nicht den Turm allein lassen. Atrox ist da unten. Schako ist da. Ein Gegner wurde getötet. Schutzbrillen auf! Ich gehe mal in den Teamfight. Das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt den Turm verteidige und dabei mein ganzes Team stirbt, aber. Ist komisch mit so einer Verteidigungsfigur. Ordnung, SOP, ein Liebhechter Kreislauf. Oder? So. Im Endeffekt werden